es war ein junger Moslem da, der sich friedlich mit ihnen unterhalten hat, der mit ihnen diskutiert hat, weder beleidigend geworden ist, noch gewalttätig. Ja? Ich weiß, und jetzt bitte unterbrechen Sie mich nicht, es ist keine Beleidigung, dass Sie der Meinung sind, alle Fakten sachlich vermitteln zu können und objektiv zu sein. Mit diesen Plakaten, wie auch immer. Sie haben diesen Moslem gesagt, der seit ca. 2 Jahren hier war, glaube ich, und im Sicherheitsdienst arbeitete, ja, wegen Leuten wie Ihnen. Brauchen wir doch erst die Sicherheit. Das habe ich gesagt. Ich habe das gesagt. Okay, dann bitte eine Rechtfertigung. Erstens, ich muss mich überhaupt nicht von dir rechtfertigen, aber ich begründe meine Position. Wie sieht es hauptsächlich auch, warum duzen Sie mich? Wie alt bist du? Was schätzen Sie denn? Ist egal. Okay, egal. Auf jeden Fall. Wir wissen es, wir wissen aus unserer Lebensrealität. Wir können, lässt du mich ausreden? Wir können jeden Türsteher fragen, jeden aus dem Security-Bereich. Wir sind ja auch nicht in Bonzen-Gegenden aufgewachsen, wir sind auf der Straße aufgewachsen. Wir wissen, wer die Probleme macht. In den Diskotheken, in den Fußgängerzonen, an den Bahnhöfen. Und das sind hauptsächlich junge, gewaltbereite Moslems. Doch. Du wirst sicher nicht, von wem wirst du angemacht? Von Deutschen, von blonden Deutschen wirst du angemacht. Sexuell belästigt oder mehr von Asylanten? Ja. Von blonden Deutschen? Auf jeden Fall. Also, ich möchte jetzt.